Mit einer Nilkreuzfahrt wollen wir das Reich der Pharaonen näher kennenlernen. Uns erwartet eine 5000 Jahre alte Geschichte, die Ägypten zum größten Freilichtmuseum der Welt gemacht hat. Die Kreuzfahrt bringt uns von Luxor stromaufwärts nach Assuan und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Eine Woche lang werden wir unterwegs sein und dabei die berühmten Tempel von Esna, Edfu, Komombo und Abu Simbel kennenlernen. Der Flusslauf von Luxor bis Assuan ist etwa 300 Kilometer lang. Nach der Besichtigung des Tempels von Komombo und einer anschließenden Fahrt durch die Nacht erreichen wir am frühen Morgen die Stadt Assuan. Auf der Westseite des Nils bildet ein mächtiger Berg die Grenze zur Wüste, gekrönt von der Grabanlage eines Scheichs. Zahlreiche Kreuzfahrtschiffe, die in Assuan anlegen, haben keinen Platz an der Kaimauer. Sie können nur im sogenannten Paket anlegen. 8 Schiffe haben wir festgezurrt nebeneinander gezählt. Passagiere, deren Schiff ganz außen liegt, müssen dann von Boot zu Boot klettern, wenn sie an Land gehen wollen. Wegen der unterschiedlichen Höhe der Bootskörper oft beschwerlich. Wir überqueren mit dem Autobus die 111 Meter hohe und 3,6 Kilometer lange Dammkrone des Assuan-Staudamms. Das Filmen wurde mir aus Sicherheitsgründen verboten. Ziel unserer Fahrt sind die antiken Steinbrüche der alten Pharaonen. In den Steinbrüchen südlich von Assuan wurden in antiker Zeit Granitblöcke aus dem Fels gebrochen und dann mittels Schiff flussabwärts zu den Tempelbaustellen der Pharaonen transportiert. Die Besichtigung des antiken Steinbruchs ist sehr beeindruckend. Überall im Gelände haben die Handwerker der Pharaonen ihre Spuren hinterlassen. Es ist ein faszinierender Gedanke zu wissen, dass die Abbauspuren im Granit die Jahrtausende überstanden und von den Steinmetzen aus der Pharaonenzeit stammen. Im Steinbruch liegt heute noch der seinerzeit unvollendete Obelisk. Die Arbeiten an ihm konnten wegen eines Sprungs im Granit nicht fortgesetzt werden. Er wurde deshalb so zurückgelassen, wie man ihn heute vorfindet. Das Unheil mit dem Riss im Granit entstand wahrscheinlich erst, nachdem der Obelisk bereits aus dem Fels geschlagen war. Der 75 cm breite Graben lässt den Fortschritt der Arbeiten deutlich erkennen. Der unvollendete Obelisk ist 42 Meter lang und 4,2 Meter breit. Nach seiner Fertigstellung hätte er ein Gewicht von 1200 Tonnen gehabt und wäre der größte jemals angefertigte Obelisk gewesen. An den Felswänden des antiken Steinbruchs kann man die Methoden des Abbaus nachvollziehen. Um den Granitblock für einen Obelisken von der Felswand zu lösen, erhitzte und kühlte man die Oberfläche abwechselnd ab. Mittels Holzkeilen, die mit Wasser getränkt wurden und sich dadurch ausdehnten, sprengte man den gesamten Block von der Wand. Gewürze, Gewürze, alles geschenkt, ruft einer auf Deutsch. Vor sich auf dem Tisch Pulver in allen Farbschattierungen. Geschenkt bekommen Kunden aber erst etwas, wenn sie groß eingekauft haben. Der Basar von Assuan mit seinen engen Gassen und dem exotischen Warenangebot gehört zu den schönsten des Landes. Auch Touristen können hier in Ruhe bummeln. Natürlich haben die schlauen Verkäufer immer einige werbewirksame Sprüche auf Lager, mit denen sie ihre Waren an den Mann bringen wollen. Thank you.
Der Basar, schon das Wort lässt die geheimnisvolle Welt des Orients, dicht gedrängte Menschenmengen, kunterbunt übereinander gestapelte Waren und die fremdartigen Gerüche der Spezialitäten erahnen. Überall am Straßenrand sieht man Männer, die schmauchend an der Wasserpfeife sitzen. In den Teehäusern gehören diese Geräte zum Inventar und stehen für alle Besucher zum Gebrauch bereit. Für uns Europäer eine einmalige Gelegenheit. Wer Mut hat, kann probieren, wie eine echte orientalische Wasserpfeife schmeckt. Wir gehen auch, bitte, ja? Dann können Sie alleine kommen. Zeig Ihnen die Richtung. Einheimische Frauen sieht man im Teehaus nicht. In der von Männern dominierten Welt wäre ein Besuch für sie auch nicht angebracht. Bei Frauen aus Europa, die mit Touristengruppen im Teehaus erscheinen, macht man natürlich eine Ausnahme. Man sollte viel Zeit mitbringen, um das bunte Treiben auf dem Basar von Assuan zu erleben. Dabei eröffnet sich für Europäer eine fremdartige Welt. Die Szenen in den Gassen und den Marktständen ziehen vorbei wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Morgen unternehmen wir eine Exkursion nach Abu Simbel. Dort befindet sich der im 13. Jahrhundert vor Christi errichtete Felsentempel des Pharaos Ramses II. Für die 280 Kilometer lange Strecke von Assuan nach Abu Simbel benötigen wir etwa 4 Stunden.